Na, mach schon. Brenne, verdammt. Regina, ich dachte, Sie möchten reden. Ach, richtig, das Gewissensding. Das ist mein Beruf. Ich bin nicht in der Stimmung. Schade, denn über Ihren Schmerz zu reden könnte vielleicht helfen. Vielleicht erfahren Sie dadurch, wer Sie sind. Das weiß ich auch so. Die Bücherei ist unterm Uhrenturm. Sie haben sie selbst geschlossen, als sie noch Kräfte besaßen. Ich will das Buch. Nur so kriege ich meinen Sohn wieder. Welches Buch? Ah, so weit ist es gekommen. Sie suchen Mamis Hilfe. Geben Sie mir das Buch. Ist der Geruch des geschriebenen Wortes nötig, um Ihre Kräfte zu reaktivieren? Vielleicht kommen Sie von allein, wenn Sie sich entspannen. Dazu fehlt mir die Zeit. Einmal hat es funktioniert. Ich kann es. Ich brauche lediglich diese kleine Abkürzung. Ich habe auch überhaupt keine Zeit. Gehen Sie. Bitte. Tja, es funktioniert nicht. Ihr Bitte hat neuerdings keine Wirkung. Aber eins ist sicher. Ihre Magie zu aktivieren ist auf keinen Fall zu meinem Vorteil. Etwas anderes wäre auch nicht gut für Sie. Dass alle erfahren, dass der alte Zauberwald noch existiert. Und dass Sie und ich dieses kleine Geheimnis für uns behalten wollten. Sie planen irgendwas. Und es geht nicht um unsere Heimreise. Vorsicht, Teuerste. Das sind reine Flüche. Gefährden die Gesundheit. Und wenn ich davon grün werde, ich hol mir meinen Sohn zurück. Du liebe Zeit. Was? Wie Sie das Buch halten. Ich sagte mal, Sie sehen nicht aus wie Sie. Doch jetzt gleichen Sie ihr.